Am Deich zwischen dem Verteiler Werprischko bei Wittichenau und der Brücke der ehemaligen Braunkohlebahn wird seit gestern an einem Teilabschnitt gebaut. Bei einer Zustandsanalyse wurde festgestellt, dass der Deich nicht mehr standsicher ist und dringend saniert werden muss. Der Deich wurde Anfang der 1950er Jahre gebaut, wahrscheinlich um die Braunkohletrasse vor Hochwasser zu schützen. Diese ist nicht mehr in Betrieb und wurde bereits vor vielen Jahren zurückgebaut. Um zu verhindern, dass die neue Wehranlage und die Pegelstation umströmt werden, muss der Leitdeich instand gesetzt werden. Dieser wird durch den Einbau von Spundwänden auf einer Länge von rund 190 Metern dauerhaft funktionstüchtig gemacht. Die restlichen 410 Meter des Deiches bis zur ehemaligen Bahnbrücke schützen ausschließlich Wiesen und Weideland. Dieser Teilbereich wird entwidmet und hat künftig keine Hochwasserschutzfunktion mehr. Die Bauarbeiten sollen im Sommer dieses Jahres abgeschlossen sein und kosten insgesamt rund 210.000 Euro.